Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Du Liebe, du Lieber. Hier ist die Paragraphen Sylvia mit dem Experiment Advent. Ich wünsche euch von Herzen einen wundervollen 1. Dezember und pack euch jetzt hier auf diese Art und Weise live eine gute Minute in euer Leben. Die wird circa 3 Minuten lang und geht Experiment Advent ist der Titel. Ich hatte ganz viel vor und ganz viele Steine lagen im Weg, also mache ich es einfach ganz anders. Ich möchte euch Gelassenheit, eine Tüte Gelassenheit heute geben und ein bisschen Inspiration. Und zwar diese schönen Kerzen mit diesen göttlichen Beschriftungen wie Halleluja, Mut, Illusion, was auch immer, gibt es im Sign Shop. Das ist für euch ein Tipp, verlinke ich euch gleich. Ist einfach, da gibt es wundervolle Sachen und ich habe ganz viele davon und sie machen glücklich. Ich finde, der Advent darf auch dazu da sein, dass du mal wieder auf dich schaust und nicht nur auf die anderen. Meine Idee war, einen Adventskalender per Mail zu verschicken. Das funktionierte so mit meinen Augen nicht. Also habe ich gedacht, okay, dann mache ich morgens immer ein Live bei YouTube, damit ich da meine Community mal vergrößere. Ja, dann hätte ich mich aber früher vorbereiten müssen. So haben meine Augen gesagt, wie geht denn das hier mit dem Live bei YouTube? Okay, ich bin gelassen geblieben und habe einen meiner Lieblingspullis von Fisoli angezogen, nämlich diesen hier. Nichts, ach übrigens, das ist auch noch aus dem Sign Shop, ne? Nichts hält mich davon ab und nichts bringt mich mehr raus. Ich bin im Flow. Sowohl Fisodilidi Design als auch den Sign Shop verlinke ich euch gleich. Ihr kriegt eine Tüte Gelassenheit von mir und jeden Tag irgendwas ganz Besonderes, was ich mir für euch ausgedacht habe. Ich möchte gerne hier jeden Morgen um 8 live gehen und lade das dann hinterher bei YouTube hoch. Ob ich das nochmal als Bundle dann ausgebe, dass du sagen kannst, wenn du zwischen den Jahren dich langweilst, ich gucke jetzt mal Sylvias Adventskalender mit den tollen Ideen. Mit Sicherheit werde ich aber ein PDF machen, mit Geschenketipps fürs ganze Jahr. Das wird mit Sicherheit das Ergebnis sein. Also wenn du sagst, boah, nee, das Gesicht kann ich nicht jeden Tag ertragen. So viel Fröhlichkeit geht gar nicht. Dann magst du vielleicht diese PDF haben. Das war es erstmal für heute. Ich wünsche dir einen gelassenen Tag. Mein Tipp ist, egal wie sehr du dich beeilst, es ist selten so, außer wenn du jetzt zur Bahn rennst und gut aufpasst, immer überall, selten ist es so, dass irgendetwas schneller geht, weil du es schneller machst. Bist du innen drin gelassen und setzt die Handgriffe zügiger, aber gelassen? Dann geht's vielleicht schneller. Ich wünsche dir heute einen wundervollen Tag und wir sehen uns morgen früh. Ich denke, pünktlich um 8. Eure Paragraphen, Sylvia, bleibt ganz gelassen, im Flow mit dem wunderbaren Shirt. Und ja, ihr wisst ja, dieser Kalender ist, damit euch ein Licht aufgeht. Ciao, ciao!